Hallo Leute, ich bin's Maxwell zurück mit dem nächsten Recap der Dark Looters Family in der German Midweek League. Diesmal Woche 7 und unser Gegner waren die Last Samurais. Und ja, wie ihr sehen könnt, unsere erste Niederlage, von daher auf jeden Fall natürlich ja, gut gespielt an Last Samurais, sehr, sehr stark auf jeden Fall. 71 zu 71, ganz knapp auf den Prozenten verloren. Beide Seiten mit einem 10v10 Triple, beide Seiten mit Perfect Dips. Breakdown war 2-7, glaube ich. Ja, 2-7, also ein ganz kleiner Breakdown. Das ist natürlich auch immer generell ja schlecht für stärkere Clans, weil es einfach weniger Abstand dann gibt. Wer war für uns diesmal dabei? Wir hatten René, Itzu mit seinem Taos und Pro-Account. Wir hatten Matt dabei, Fabian, Bene mit dem Nati-Account. Oscar, Mario, Wale war dabei, Tobi war dabei, Wale als Neuner. Cecil, Tony, dann den Hikari, Dai war dabei, Laura mit Incognito, Martin war dabei, Bronx war dabei, Bene als Neuner, Laura nochmal, Vieto, Green aus DLY, Robin, ich selbst war mit meinem Neuner dabei, dann Stevo aus DLY und Mario nochmal als Neuner. Ja, sehr viel DLZ, wie für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja ein bisschen Roster-Probleme, denn ja, DLX kann eigentlich gar nicht mehr teilnehmen, wegen der CWL Premier Starttage könnten sie gar keinen Random machen eigentlich, wenn sie in der GML mitspielen, deswegen sind die irgendwie so mehr oder weniger komplett raus. DL ist ja so die Hälfte retired, die andere Hälfte durfte jetzt diese Woche auch nicht mitspielen, weil es da Probleme gab mit dem mit der Startberechtigung. Aber das ist alles wieder im grünen Bereich. Also nächste Woche sollte es wieder besser aussehen. Aber dieses Mal waren wir fast komplett DLZ, würde ich mal sagen. Bis auf Laura und mich und Itzus zweiten Account irgendwie. Und ein paar DLY-Leute, die zum Glück auch aushelfen konnten, beziehungsweise natürlich einfach mitgespielt haben. Ja, wir fangen an mit Rob Fighter, der Robin, der mit seiner, ja, ich weiß nicht, neuen Lieblingsstrategie. Ich sehe ihn irgendwie sehr oft Suicide Lalo machen in letzter Zeit. Und hier hat er sehr clever natürlich die Clanburg gelockt mit einem Loon. Und deswegen natürlich nur die Truppen rausgekommen, die Luft targeten. Und ja, so sind dann halt, was hier immer noch drin ist, irgendwie wahrscheinlich Valkyrie und Kobolde oder so, sind drin geblieben. Das ist auch ein Fresh Hit. Ihr wisst ja, ich zeige auf Rathaus 9 nur noch Fresh Hits, ausnahmslos. Ja, von daher sehr, sehr schön vom Robin. Skelly-Zauber für den Queen-Kill. Sieht aus, als wenn die Queen so ein bisschen weggelaufen ist von den Skellies und die wohl auch überlebt hat hier, aber er wird auf jeden Fall noch einige Lava-Pups haben, die dort auch noch mithelfen können. Und die Queen stirbt dann doch noch an den Skellies. Und ja, er hat sehr gute Value bekommen für seinen Opener. Die Queen hat auch komplett überlebt. Schöner Overkill, swaggt hier einen Heal und einen Haste und 6 Ballons, also ja, sehr krasser Angriff vom Robin, da ist die Loon Parade durch den Heelspell. Die Queen lockt jetzt halt natürlich sogar noch die Clanbock, ja, so wie ich getippt habe, Valkyrie und Kobolde. Aber das war das schon völlig egal zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir die Nummer 18 als nächstes. Wir haben Tony, großer Shoutout an Tony, der dem es gelungen ist, ein Sixpack zu holen, diesen Krieg. Sehr, sehr gut gemacht, Tony, weiter so. Ja, und beides auch fresh, also keine Cleanups. Tony hat fresh, ich glaube die 25 war es und hier die 18 getrippelt. Sehr, sehr stark natürlich von ihm gemacht. In diesem Fall macht er Queen Walk into Go Boho. Setzt den Funnel hier mit einem Magier. Und ja, die Queen soll natürlich dann runterlaufen nach 6 Uhr, tippe ich jetzt einfach mal. Jetzt kommen die Heiler, er hat noch ein bisschen gewartet, um einen besseren Winkel zu bekommen, wahrscheinlich auf den X-Bogen, ich weiß es nicht, habe nicht mit ihm geplant. Aber ja, wie ihr seht, haben die Heiler so einen ganz guten Winkel und sollten eigentlich nicht in Range kommen für den X-Bogen. Er gönnt sich direkt noch eine Bodenskelettfalle, das ist natürlich sehr, sehr schön, weil die dann später seine Hawks nicht nerven kann. Funnel kommt jetzt hier mit Babydrache und Magier. Der Babydrache kriegt auch ganz guten Value da unten, holt einige Trash-Gebäude. Der Golem ist schon am Start, tankt jetzt die Gegner-Queen so ein bisschen an. Er will die Mauer aufbrechen, ne, er jumpt direkt drüber. Vielleicht hätte er auch Mauerbrecher benutzen können, keine Ahnung, aber er hat sich für den Jump-Spell entschieden. King hat er noch nicht gesetzt, wahrscheinlich wird er seinen King für den Gegner-King traden, tippe ich mal. Ist ja bei einem Hawk-Angriff durchaus eine clevere Strategie. Er hat sich entschieden, er braucht den hier nicht für die Mitte der Base und wird ihn dann dort wahrscheinlich setzen. Ja, genau, da kommt er auch so ungefähr das, was ich auch gemacht habe in meinem Angriff, falls ihr den gesehen habt.
im Live-Angriffsvideo. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich es auf jeden Fall nochmal hier unten im Video, dass ihr es euch nochmal, oder in der Videobeschreibung, dass ihr es euch nochmal angucken könnt. Ich habe sowas Ähnliches auch gemacht in meinem Queen-Ho-Angriff, habe auch den King für den Gegner-King getradet. Ja, ansonsten hat Tony einen sehr, sehr guten ersten Heal-Spell hier. Da war eine Outside-Riesenbombe vor zwei Magiertürmen. Gute Bomben-Location auf jeden Fall, aber Tonys Heal war so also ziemlich on point und damit konnte er diese Location dort sehr schön ausschalten. Jetzt hat er noch einen Heal und fünf Hawks in der Tasche. Es stehen noch ein paar Deaths auf jeden Fall. Der X-Bogen-Backend, der macht mir noch so ein bisschen Sorgen, aber wir wissen ja zum Glück immer schon, dass es gereicht hat. Da ist die Riesenbombe, die hat gar kein Hawk getroffen, glaube ich, oder wenn dann nur da so ein, zwei am Rande. Das ist also sehr glimpflich da für ihn ausgegangen mit der Bombe. Und ja, er geht jetzt natürlich die restlichen Deaths durch. Sammelt den Rest des Triples ein. Die Queen überlebt den ganzen Raid. Das ist natürlich auch immer super wertvoll, da die Queen ja die Einheit ist, wie wir alle wissen, die am meisten Damage macht von allem, was es so gibt in Clash of Clans. Als nächstes haben wir Vieto. Vieto auf die Nummer 17, die Quotenbirne. Sehr schöner Name an der Stelle auch. Bei Last Samurai ist allgemein einige bekannte Namen dabei gewesen. Müssen wir gleich nochmal gucken, aber da waren auf jeden Fall einige dabei, die mir bekannt vorkamen. Aber wir schauen mal, was Vieto hier macht. Vieto mit Babydrachenfunnel und Loons auf den Bogiturm, die dort sehr schön, also das komplette Compartment funnelt er leer. Die Kanone holen die sogar auch noch. Der Babydrache kann sich auch richtig Value gönnen hier. Sehr, sehr gut gemacht von Vieto. Wirklich cool. Der Opener. Scheinbar soll jetzt hier alles so ein bisschen an der Seite lang laufen. Da ist der Jump genau zur Mitte der Base, um die Gegner-Queen natürlich auch noch auszuschalten. Wirklich sehr, sehr cooler Funnel, muss ich tatsächlich sagen. Echt richtig gut, Vieto. Wow. Das macht Spaß zuzugucken. Lava-Hund, der verlangsamt natürlich die Queen, aber guckt euch den King an. Der ist absolut on point hier. Der King holt sich den Gegner Queen und den Gegner King sogar auch noch. Was ja generell auch immer gut ist in Lalo-Angriffen, weil ansonsten der King teilweise die Loons ablenken kann, spät im Angriff. Die Queen hat jetzt geswitcht, okay, weg vom Lava-Hund und macht jetzt wieder sinnvollere Dinge. Auch coole Geschichte, passiert nicht so oft. Und ja, jetzt Vieto mit dem Lalo hier, holt den Mercer und dann, ja, sollten die Loons jetzt, okay, die gehen alle auf den Bogiturm. Nichtsdestotrotz, das nächste Targeting der nächsten Deaths sieht ziemlich gut aus eigentlich. Und ja, der Rest der Base ist dann natürlich nicht mehr stark genug, um ihn aufzuhalten. Die Queen ist jetzt sogar noch gestorben. Lava Pups killen den Lava Hund. Zum Glück hat er noch den Poison da, den er setzen kann. Den setzt er auch ziemlich gut eigentlich. Fängt so viele Lava Pups ein, wie er kann. Er hat ein bisschen, obwohl ne, er hat drei Magier und zwei Loons Cleanup. Alles gut, setzt die beiden Loons jetzt noch auf den Bogiturm hier hinten. Weiß nicht, ob das notwendig war, aber er hat die beiden Magier hier unten. Er hat für die Eckbauhütten Lakis dabei, das ist natürlich sehr, sehr clever, denn diese nervigen Riesen, da kann man keine Bogis benutzen aktuell. Zum Glück ist das ja nächste Woche in der GML schon wieder vorbei, da müssen wir uns alle keine Gedanken drüber machen. Aber ja, dieses Update für Kriegsspieler tatsächlich etwas sinnlos mit den Riesen in den Clanburgen, in den Bauhütten. Aber ja, sehr guter Angriff von Vieto, wie gesagt. Bisschen Pech gehabt mit dem Lava-Hund, aber hat das trotzdem sehr, sehr cool runtergespielt. Dann haben wir Martin und Martin, auch aus DLZ natürlich, mit Stoned Hobo, ganz klassisch, zwei Jumps, ein Rage, ein Heal, zwei Poison. Er hatte auch hier, wie ich in meinem Angriff auch, den Level 4 Poison. Wir hatten natürlich, das war glaube ich von meinem Elf. Was habe ich glaube ich gespendet? Ich habe noch keinen Max Poison auf meinem zweiten Elf auf Raziel. Aber gut, wie auch immer. Level 4 Poison und Level 5 Poison ist auch nicht mehr so der Riesenunterschied. Da soll es normalerweise nicht dran scheitern. Ja, der Martin funnelt hier mit der Queen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die jetzt runterläuft zu LA. Aber nein, sie geht auf den Gegner King drauf. Das ist natürlich sehr schön in dem Fall. Macht es ein bisschen wahrscheinlicher, dass sie auch dann reinzieht. Die Bowler kommen jetzt auch von oben rein. Gut gesetzt auf jeden Fall. Die Bowler, die sollten auch eigentlich alle rein. Obwohl, die gehen alle außen rum. Mein Gott, ey. Nice Calls, nice Calls. Jetzt ist der Magierturm down. Die holen sich über den Bowler bei uns fast noch den Bogiturm. Die Queen gönnt sich hier. Die LA geht dann außen rum, wird doch noch zwei Devs holen. Wichtig natürlich jetzt, dass King und die zwei Bowler in der Mitte Alarm machen. Wie es aussieht, sind da noch zwei Magier mit dabei, die auch noch ein bisschen Schaden machen können. Das ist auf jeden Fall gut, weil die Queen in der Mitte natürlich fehlt. Und ja, sieht aus, als wenn er fast die ganze Base hier im Killsquad down macht. Sieht ein bisschen aus wie so ein CC-Carried-Angriff. Hätte fast alle Hawks swaggen können, so ungefähr. Nicht ganz, aber
Ja, Stark auf jeden Fall hat den Tank-Riesen noch in der Tasche. Den kann er auf jeden Fall swaggen. Und der eine Poison, den hat er auch noch mit dabei. Sehr, sehr guter Angriff vom Martin. Wirklich schön gemacht, Stone Hobo. Wir haben ja richtig gute Variation heute mit drin, Mensch. Ich habe es mir nicht vorher angeguckt, um ehrlich zu sein. Ich habe heute nicht ganz so viel Zeit, leider. Und dann Raika, natürlich auch ein bekannter Accountname hier bei Last Samurais. Und der Cecil hat ihn in dem Fall getrippelt für uns. Und zwar mit ja, so eine Everlaunch-Variation, glaube ich, wird das hier. Irgendwie Queen Walk mit Golems, vier Loons noch mit dabei. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ist jetzt nicht so die 1A-Standard-Armee, die wir häufig sehen. Von daher schauen wir uns mal an, wie er das hier gemacht hat. Das kann ja durchaus interessant sein. Da lernen wir bestimmt noch was Neues hier vom Cecil. Wie gesagt, alle 9er-Angriffe heute auch Fresh Triples wieder. Das heißt, ja, die Jungs waren nicht darauf eingestellt, was sie hier getroffen haben teilweise. Also Teslen, Fallen, alles unbekannt. Ist natürlich dann extra cool, wenn man auch mit so einer schönen Taktik dann trippelt. Schauen wir mal. Die Queen läuft hier runter. Schöner Walk natürlich, wenn man sie dort reingefunnelt bekommt, kann sie sich richtig Value holen. Jetzt geht sie aber leider hier außen rum. Okay. Ja, macht nichts. Ist sogar vielleicht eher gut, weil sie vom X-Bogen wegbleibt. Die Devs bekommt sie ja dort trotzdem alle. Dann hat er die drei Golems, die er hier oben setzt, direkt die Magier dahinter, dass die ganze Seite dort geklärt wird direkt. Jump, der King kommt auch mit dazu. Der King sollte auch reingehen, jawohl, der King geht auch rein. Bowler aus der Clanburg. Lavahorn in der Clanburg in dem Fall. Das heißt, sehr, sehr gute Entscheidung auf jeden Fall, die Queen außen rum zu schicken. Wobei er es halt nicht wissen konnte, weil es war ein Fresh-Hit. Also in dem Fall hat es auf jeden Fall gut gepasst, dass es ein Lavahorn war in der Clanburg. Denn King und Bowler, die juckt der Lava und die ja überhaupt nicht. Die Bowler, die außen ge rumgewalkt sind, die machen sogar richtig Schaden da unten, nehmen doch die ganzen Luftverteidigungen raus, den Magiern und den Golems. Die Riesenbombe tut jetzt auf jeden Fall weh. Er hat noch vier Loons und einen Haste übrig, ist sogar direkt nur mit einem Poison gegangen, also mit dem King in die Clanburg, King und Bowler in die Clanburg ohne Queen und nur ein Poison. Der Mann ist auf jeden Fall mutig, aber ja, es hat sehr gut funktioniert, wie ihr seht. Ziemlicher Overkill auch vom Cecil. Sehr, sehr schöner Angriff. Und das bringt uns schon auf den einzigen 10 vs. 10 Triple, den wir hatten für diesen Krieg. Ist natürlich auch nicht so ganz einfach bei so einem Breakdown von nur 7 Zehnern und 2 Elfern. Da muss man auch erstmal 10 v 10s holen. Und den hat Valentin geholt. Mit Queen Charge Lalo, so wie es aussieht, fast so ein Semi-TDH, irgendwie sehr viele Minions hier dabei. Für die, vermutlich auch für alle Hütten einfach Minions, um diese Riesen da irgendwie auszuschalten. Ja, wie macht er das Ganze? Er kommt von 12 Uhr, gönnt sich als erstes dort oben mal ein paar Bogitürme, Magiertürme. Die Queen kommt an den ersten Magiertürm natürlich problemlos ran. Er hat 6 Mauerbrecher mit dabei. Ein Magier funnelt jetzt hier schon ein bisschen auf 3 Uhr vermutlich, damit er dann dort reinbrechen kann, schon mal ein bisschen auch den Funnel vorbereiten, den vermutlich der King gleich noch verbessern wird, aber wir werden es auf jeden Fall sehen in wenigen Sekunden. Da ist der Wutzauber für die Mauerbrecher und natürlich auch dann für die Queen sehr, sehr gut gesetzt, der Wutzauber. Das sieht richtig schick aus. Wir warten alle auf den King, da kommt er auch, genau, sehr gut. Der King funnelt die ganzen Trash-Gebäude hier außen weg. Das hat er wahrscheinlich deswegen gemacht, damit die Queen natürlich unbelastet hier weiter in die Mitte reinziehen kann und die gegnerische Queen ausschalten kann, die nächste LA. Da ist noch ein Wutzauber. Das ist ein bisschen doof, dass der Lava-Hound jetzt kommt, bevor er die Queen bekommt, wollte ich sagen. aber die Queen ist zum Glück außer Range und von daher passt das trotzdem. Da kann man auch teilweise richtig Pech haben. Da kann man den besten Angriff der Welt teilweise machen. Man hat einfach Pech damit, dass die Queen irgendwie ein Teil zu weit vorne, zu weit hinten steht. Aber das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Genauso wie er es wahrscheinlich auch geplant hat. Dann kommt der Lalo rein von der 11 bis 9 Uhr Seite. Hasted Loons in den ersten Inferno, in den zweiten Inferno. Da setzt er direkt noch einen Rage drauf. Und ja, Lalo kann er auf jeden Fall, das wissen wir alle. Ich weiß gar nicht, wie oft Vale schon auf meinem Channel in Videos war. Sehr, sehr oft auf jeden Fall auf Rathaus 9, 10 und sogar 11 vs. 11 Triple auch. Also, ja, Lalo auf jeden Fall kein Problem für ihn. Und war auch ein ziemlicher Overkill. Wir können gleich nochmal uns auf die Kriegskarte konzentrieren. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Wir werden uns hier mal zur Abwechslung den Cleanup angucken. So ein 10 vs. 10 Triple bis zum Ende zu sehen auf eine ziemlich maxed Base ist ja immer schön.
Sehr gut gemacht. Denn wenn wir die Kriegskarte uns anschauen, haben wir hier erstmal den guten Versuch von Fabi. Aber guckt mal hier, auf der 9 war auch Wale mit 99% Fail. Ich habe den Angriff nicht gesehen. Wir gucken ihn jetzt natürlich auch nicht an, weil es halt kein Triple war. Aber ich habe gehört, da ist irgendwie mit einem Riesen aus der Bauhütte was schiefgelaufen. Und es könnte also sein, dass das Update mit diesen Bauhüttenriesen ihn tatsächlich hier das Sixpack gekostet hat, was natürlich schade wäre. Aber ja, hätte er diesen Stern bekommen oder hätten wir diesen Stern bekommen, dann hätten wir tatsächlich gewonnen gegen Last Samurais. So haben wir verloren. Gut, es wird in Bezug auf die Playoffs wahrscheinlich keine Rolle spielen, weil wir wahrscheinlich so locker in die Playoffs kommen werden. Aber ja, trotzdem natürlich doof zu verlieren. Wir wollen nie verlieren. Insgesamt ist es so, dass natürlich beide Seiten zwei Zehner stehen gelassen haben. Genau, zwei Zehner stehen gelassen haben. Beide Elfer gezweiert. Auch, glaube ich, ganz solide. Ja, genau. Also vier Hits für Last Samurais, vier Hits für uns. 10v11 war auf jeden Fall gut auf beiden Seiten. Und ja, nochmal das Resultat. Sehr knappe Niederlage für uns. Glückwunsch nochmal an Last Samurais. GG well played, wie man jetzt im englischen Recap auf jeden Fall sagen würde. Ich sage es einfach trotzdem auch mal. Das war es für heute. Hab ein paar mehr Rathaus 9er Files gezeigt. Rathaus 9er Performance war ziemlich gut, eigentlich auch viele Fresh Hits. Ich glaube, auf einige wenige Basen haben wir ziemlich gestruggelt, aber insgesamt war es, glaube ich, okay. Von daher kann man das ja auch mal ein bisschen highlighten. Die Rathaus 9er kriegen ja heutzutage meistens nicht mehr so viel Liebe in den Recaps, wenn es sehr viel 10v10 und 11v11 Action gibt. Von daher das etwas andere Recap heute. Erstens, wir haben verloren, zweitens mehr Rathaus 9. Aber okay. Jetzt ist auch genug gequatscht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, trotzdem wir verloren haben. Dass ihr die DL Family weiter supportet. Tatsächlich keine ganz so einfache Zeit gerade für uns. Aber wir werden natürlich trotzdem unser Bestes geben, um die Saison so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Und ja, bis zum nächsten Video sage ich auf jeden Fall wieder auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss und bis dann.